Bethesda. Machine Game. AMD Ryzen. Ja, wir haben den schon. So, ganz viel zu lesen. Ja, ja, sehr schön. Ah, ja, genau. Ah, okay, okay. Ja, ja, genau. Ja, das ist sehr gut, ja. So, und damit herzlich willkommen zu Wolfenstein 2. Wir haben aus irgendeinem Grund Controllersteuerung. Gut, ist schon weg. Ganz kurze Info, wir haben hier leider eine Fensteraufnahme, deswegen kann es sein, dass die FPS zwischendurch ein bisschen droppen. Ich habe sie mal oben eingeblendet, vor allem für mich, weil die sind größer als wie das, was Steam anzeigt, und das Steam Overlay funktioniert auch nicht so richtig. Deswegen haben wir das auch ausgeschalten. Und ich hoffe einfach, das funktioniert. Und so, viel Spaß. Es geht auch direkt los. Bis gleich. So, schauen. Wir nehmen natürlich den ersten Slot. Schwierigkeitsgrad. Darf ich spielen, Papi? Tut mir nicht weh. Lass sie nur kommen. Alles oder nichts. Nennt mich Terror Billy. Der leibhaftige Tod. So, jetzt müssen wir mal schauen. Mein Leben dürfen wir noch nicht auswählen. Ich würde sagen, wir nehmen Nennt mich Terror Billy. Oder leibhaftige Tod, Terror Billy tot, Terror Billy tot. Wir nehmen mal Terror Billy. Wenn ich vielleicht nicht ganz so oft sterben und alles 10-mal sehen. Vielleicht, mal gucken. Das wird sich zeigen. Es ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgütiger. Hey, Hündchen! Halt! Private Wyatt, guter Junge. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Alpha General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Das ist er, oder? Das ist Totenkopf! Helfen Sie bei der Entscheidung. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber wahre Grausamkeit. Bis jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen. Wir kommen hier raus, verdammt nochmal! Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Und ich sehe jemanden. Sie heißt Anya. Oh, Anya. 1960. Die USA kapitulierten vor 12 Jahren, nachdem das Regime Atombomben eingesetzt hat. In einem Zug nach Berlin. Ich bin Oberstleutnant Engel. Sehr schöne und vollkommene Züge. Die Widerstandskämpfer, wo sind sie? DJ Blaskowitz. Caroline, Sie leben. Wenn man einen Sackscheiß Leben nennen kann. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Zedroth, laut offiziellem Register wurde er festgenommen und in das Lager Sello gebracht. Sie sind Zedroth? Ich bin mir nicht sicher. Was wissen Sie über Zedroth? Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Regime-Technologie. Ich werde sie retten. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blaskowitz. Pass auf da draußen. Max, halt! Oh, ich mag dich auch, Max. Max mag keine Gewalt. Hey, Max! Dass jemand verletzt wird. Die Dirty Shoot sind eine uralte mystische Gruppierung. Wir erfinden Dinge. Die Technologie der Dirty Shoot ist allem, was sie jemals gesehen haben, um viele Jahrhunderte voraus. Willkommen zurück in Berlin, Blaskowitz. Ihre alte Freundin, Frau Engel, befehligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Hey, Captain! Sie haben die Hammerfaust entführt! Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes! Steigen so schnell es geht in die Basis ein. Fegen Sie Totenkopf vom Erdboden. Totenkopf hätte den Mann schon längst töten sollen. Ich erledige sie im Stehen. Captain, wir sind auf Position. Atomkanone geladen.
kann ich feuern. Oh. Feuer frei. Sehr, sehr geil gemacht. Sehr geil. Kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh, mein Junge. Er hat dir so viel getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe und Haferbrei. Was möchtest du? Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Oh, wir dürfen die Entscheidung wiederholen. Jetzt überlege ich gerade. Gute Eigenschaft, meine, ist Geduld. Endlos. Welche wohl stärker ist? Ich habe... Oder meine Geduld? Ja, schau, krass, geht schon mit so einer schweren Aufgabe los. Ich habe beim ersten Mal durchspielen, habe ich White gerettet. Und dementsprechend, ich werde das jetzt auch einfach nochmal tun. Boah, Fergus... Es tut mir leid. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Ja! Anja, was ist? Da ist er. Caroline, hier lang. William. Oh, du Dummerchen. Hast du gedacht, wir lassen dich hier zurück? Scheiße, das ist deine Eingeweide. Sie drin, leg die Hände drauf. Das ist nicht gut. Er muss in den Hubschrauber. Los, jetzt alle hin. Ein Segen. Vollbracht zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Gegen von Freunden den Kollegen. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, warte, wir sind raus! Feuer! Ja, Madam! Er verblutet! Schneller! Praxis! Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch! Ich glaube, der Himmel brennt. Das stimmt nicht. Caroline, er stirbt! Er läuft blau an! Komm, warte, eine Tage in die Hangarbucht sind in anderthalb Minuten. Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Gesegnet seist du, unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, ja, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Ich bin gerade nicht sicher, wer wir sind. Er hat nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein, Mama, ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde. Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte. Was? Bleiben Sie bei uns, Blaskowitsch. Kämpfen Sie. Dann verspreche ich Ihnen, dass alles gut wird. Kinder, wir brauchen einen Blutspender. Schnell. Leute, wir brauchen dringend Blut. Hört ihr, alle zur Krankenstation. Na los, beeilt euch. Oh Mann. Ja. Ich brauche Licht! Bleib da, still jetzt, er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg! Er hat das nicht verdient und das weißt du. Okay, das scheint Vergangenheit zu sein. Ich habe ihn mit ihr gesehen. Er ist jung, er mag sie. Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr.
Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia, jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Erniedrige mich, damit es weitergeht. Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Wir können so nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So lass ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir. Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen, aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, was ein Unmensch! Verschwinde! Oh nein! Scheiße. Oh nein. Schaff deinen Arsch hierher. Sofort. Okay. Was willst du jetzt? Immer her damit, du kleiner Feigling. Mehr hast du nicht drauf. Nein. Du bist so verdammt schwach. Hacken auf dir rum, die zerbrechen, lassen dich dreckfressen. Und was tust du dagegen? Hm? Du kannst dein Leben nicht retten. Aber ich zeig dir, wie man es leben kann. Shh. Ruhig atmen, Blaskowitsch. Kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenaukreis wird stärker. Ich brauche sie an meiner Seite, wenn wir zuschlagen. Und spürst du die dritte? Ja. Oh fuck, Alter, das geht ja Schlag auf Schlag. Komm gar nicht dazu, was zu sagen. Happy. Ja, braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo hin, winselt so viel du willst. Alter, was? Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Alter, was? Manchmal. Dieser Bastard. Strafen. Töten oder getötet werden. Die Alten und Schwachen sind verletzt. Alter, du Bastard. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz, Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schergen begradigen. Es liegt an dir. Bringe an den Abzug. Alter. Genau so. Und jetzt? Nein! Schieß! Schieß! Nein. Warte, wir können hier halt. So schwach wie deine Mutter. Alter, was ein Bastard. Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut.
Wir sind wieder aufgewacht, scheinbar im Koma gelegen zu haben. Okay, wir haben fett eingesteckt. Alter. Generalstraße hat gut ausgeteilt. Wir halten uns schwach und sind verdammt. Ja, genau. So, jetzt könnt ihr mich sogar wieder hören. Jetzt haben wir ins aktive Game geworfen. Ich glaube, wir waren, wenn ich das richtig verstanden habe, waren wir im Koma und haben uns erinnert an unseren Bastard von Vater. Ich nehme an, wir werden noch mehr Rückblicke davon bekommen. Oh, krass. Richtig übel. So. Und damit würde ich aber auch schon die erste Folge beenden. Morgen geht's weiter. Good luck. Have fun. Have you taken your German lessons? There you come, then. Oh, vielen Dank.